Lass mal bei Simon Zoller anfangen. Ist das eine Flucht? Ja, also das, was man so vernimmt, ist das eine Flucht. Ich kann es nicht 100% beurteilen, aber auch der Verein war nicht mit ihm wirklich zufrieden. Schmadtke und Stöger waren mit ihm nicht zufrieden. Das lag einerseits an den Leistungen, wo man ihm noch einen Vorschuss gegeben hätte, ja, weil jeder Spieler, wenn er auch in der zweiten Liga funktioniert, in die Bundesliga kommt, das muss nicht nahtlos gehen, speziell als Stürmer einer Mannschaft wie beim FC, die defensiv orientiert ist. Aber dazu kam halt eben eine Haltung. Ja? Er hat viel versprochen und das wohl auch immer wieder kundgetan und das selten eingehalten. Und als er dann kam und sagte, er wolle weg, da haben sie gesagt, dann ist gut, dann geh sofort. Ja? Aber sie hatten natürlich das schon im Hinterkopf, dass es eben eine Verpflichtung geben soll. Okay. Und die ist dann ja passiert. Aber man hat ihn, ja, also Flucht von ihm, aber auf der anderen Seite, man hat ihn dann auch erstmal, guck dich nochmal in Lautern um. Ich sag ganz provokativ, es ist ein temporärer Rausschmiss. Also ja, so würde ich es fast meinen. Denn wenn man die Situation im 1. FC Köln sieht, dann weiß jeder, dass vorne Uca so ein bisschen die One-Man-Show ist, spätestens nach der Verletzung oder nach dem Krankenbild von Pat, vom Helmes. Man hat nicht so wirklich Erfahrung in der Hinterhand. Man weiß nicht genau, was passiert, wenn Uca mal verletzt ist. Und dann ein Zoller als, nennen wir es mal, Königstransfer, der war er ja nun mal. Der war er, definitiv, vom Preis her, den man dann wegschickt, obwohl man eine Hiobsbotschaft auf dem Transfermarkt nach der anderen bekommt, wo der FC nichts für kann, ist überhaupt kein Vorwurf. Den dann wegzuschicken, das ist dann, man macht das wahrscheinlich aus mannschaftshygienischen Gründen, sagt man so schön. Also ich glaube, dass da nicht alles so Gold war, was glänzt, würde ich jetzt einfach mal reininterpretieren, weil ansonsten sagt man, wir haben ja eben auch Drimmitsch in Leverkusen, da sagt man, nein, da könnte jetzt einer kommen und wir können ihn nicht abgeben, wir brauchen 2, 3 Stürmer, die wir blind reinschmeißen können und vielleicht war man sportlich nicht ganz so überzeugt nach dem halben Jahr und was drumherum passiert ist, kann ich nicht beurteilen, aber normalerweise lässt man in so einer Situation einen Spieler nicht gehen, es sei denn, man möchte sich auch als Verein von ihm trennen. Und deswegen sage ich, es ist ein temporärer Rausschmiss und dann gucken, was dann ab Sommer passiert. Kann sowas denn überhaupt noch wieder gut werden? Also ich meine, letztendlich, er ist der Königstransfer, er hat seinen Vertrag in Köln und setzt im Fall, er kommt wieder, ist er nicht verbrannt oder kommt das jetzt auf seine Haltung und seine Leistung auch in Kaiserslautern? Ja, das kommt auf seine Leistung und wie du sagst, auf seine Haltung an. Also da hat man im Fußball schon viel erlebt, wo man gesagt hat, das geht nicht mehr und dann funktioniert es am Ende doch vielleicht sogar sehr gut. Also das müssen wir mal abwarten. Ich glaube, so ist es für beide Seiten in Ordnung. Ach, lass den Zoller nächstes Jahr erste Saisonspiel 2 Tore machen, egal gegen wen, dann tragen sie hier durch die Stadt. Da kann der vorher hier temporär rausschmiss, da haben wir hier wieder schlau gesprochen. Das ist immer Leistung, Erfolg, man partizipiert als Einzelner, man partizipiert als Mannschaft, das ist ein Mannschaftssport. Und deswegen, ich glaube einfach, dass er das auch in Köln unterschätzt hat. Ich meine, da kannst du in Lautern treffen, wie du willst. Köln ist nicht so einfach als Stadt. Es ist eine geile Stadt zum Leben, es ist ein tolles Umfeld, es ist ein tolles Stadion, eine geile Stimmung. Aber man hat auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn man dann auch noch unglücklicherweise der teuerste Transfer in der Sommerpause ist, dann wird man auch ganz gerne und zu Recht daran gemessen. Und wenn man die Erwartungen nicht erfüllt, dann kann man auch mal zu Recht wieder ausgeliehen werden im Winter. Finde ich absolut legitim, zumal er ja dann auch wahrscheinlich von der Payroll runter ist, was für den FC ja auch nicht ganz so unwichtig ist.